Und damit hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute mal wieder mit einem eigenen Port aus China. Und zwar von AliExpress. Dieses Set hat 6 Euro gekostet und man sieht da ja nicht immer direkt, wer der Hersteller ist. Und hinter diesem Set, also diesem Kampfflugzeug, verbirgt sich Sluban. Und zwar ist es ein 170-Teile-Set, die M38B0683. Und zwar ist das, wie gesagt, ein Kampfflugzeug. Und bei einem Selbstimport aus China bekommt man ja meistens nicht die Originalverpackung mit. Und hier ist es genauso gewesen. Das wurde einfach in so einem Polybag weggeschickt, dann nochmal ein Luftpolsterfolie und dann quasi hier der Inhalt, so wie wir ihn sehen. Ich schaue auf jeden Fall auch nochmal nach dem Preis, den es sonst kosten würde. Ich habe ja wie gesagt 6 Euro dafür bezahlt und ich werde auf jeden Fall den Preis, den es sonst kosten würde, noch in diesem Video entweder nennen oder einblenden. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal das Set auf und wir schauen uns zusammen die Teile und die Anleitung an. Und in der großen Tüte haben sich zwei kleine Tüten verborgen. Und zwar diese Tüte hier gut gefüllt mit Stein und diese Tüte hier gut gefüllt mit Stein und einer Sluban-Figur. Dann haben wir noch einen Stickerbogen dazu. Es ist ein sehr billiges Sluban-Set. Logisch sind da Sticker dabei. Ich werde sie höchstwahrscheinlich nicht dran machen. Ihr wisst ja, ich bin nicht der größte Fan von Stickern. Aber mal schauen. Es ist natürlich auch als Spielset einzuschätzen. Also kann auch sein, ich mache sie mal dran, je nachdem. Mal schauen, wie es auch ohne aussieht. Schauen wir uns mal die Anleitung an. Es ist diesmal eine klammergebundene Anleitung. Meistens bei Sluban sind es ja solche kleinen Auffaltblätter. Und wenn wir uns das anschauen, man sieht hier, sortiert schon mal die Teile. Das ist irgendwie bei jeder Sluban-Anleitung dabei. Dann die Übersicht von den Figuren. Und hier sehen wir auch, wie die Anleitung gestaltet ist. Und die ist diesmal etwas anders als von Sluban gewöhnt. Es wird nämlich nicht ausgegraut, sondern es wird wie in so einem Eigelb hier dargestellt. Oder in so einem weißen Eiweißgelb. Alles klar. Ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall sehen wir hier die Bauschritte, die sind diesmal relativ groß für eine Sluban-Anleitung gedruckt und damit eigentlich auch sehr eindeutig. Ich denke, danach wird es sich gut bauen lassen. Wir haben insgesamt 18 Seiten und 23 Bauschritte und ich würde sagen, ich fange jetzt mal an zu bauen und dann zeige ich euch entweder einen wichtigen Bauschritt oder schon das fertige Modell, je nachdem, ob es sehr viel beim Bau schon zu sagen gibt oder eben nicht. Und ganz am Ende sage ich euch natürlich nochmal meine Meinung zu diesem Set und gebe eine Kaufempfehlung oder eben eine Nicht-Kaufempfehlung dazu ab. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Video. So, und wir sind jetzt fertig mit Bauschritt 6 und das Grundgerüst von dem Flugzeug ist doch eigentlich schon noch zu erkennen. Ich finde die Teilequalität von der Klemmkraft dieses Mal wirklich in Ordnung. Ich meine, Sluban hat ja da manchmal Ausfälle nach oben und teilweise mal gute Teile. Und hier haben wir eher mal die guten Teile erwischt. Da bin ich erstmal ganz zufrieden mit dem Modell. Und ich denke mal, das wird dann bei jedem von diesen Modellen so sein. Also wenn das Flugzeug an sich dann auch noch weiter so bleibt, dann werde ich es euch wahrscheinlich empfehlen können. Das Einzige, was an den Teilen schlecht ist, ist, dass wir halt hier teilweise sehr starke Angusspunkte haben, das sieht man, aber gut, das kann man eigentlich auch bei Kobi finden, von daher, hier ist es halt bloß doof, dass man leider bei den meisten Stellen die Angusspunkte nicht nach innen nehmen kann, weil sie entweder Teile sind, die zwangsläufig auf einer Seite nach außen sind oder nur in genau dieser Position gebaut werden können. Das ist dann halt so, das wäre natürlich schöner, wenn es anders wäre, aber ich meine, das ist meckern auf hohem Niveau, weil die Klemmkraft von den Teilen ist wirklich gut und obwohl hier noch so eine richtig große Flexgefahr ist, dadurch, dass hier noch nichts ordentlich übergeschichtet ist, flext das hier am Teil und eben nicht an der Verbindung, also die Klemmkraft ist wirklich ordentlich. Und da bin ich ja auch nicht so und das gebe ich auch gerne zu, obwohl ich mit Sluban schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Wie zum Beispiel das Nuclear Submarine. Aber gut, ich baue jetzt auf jeden Fall weiter. Wahrscheinlich werdet ihr gleich das vollständige Flugzeug sehen und dann sage ich nochmal meine Meinung zu dem guten Stück. Und nach 23 Bauschritten und 18 Seiten ist das Flugzeug auch schon fertig. Und so sehr ich Lust auf diesen Bau hatte, weil ich meinen 6-Euro-Modell mit der Teileanzahl, das sind eigentlich die Sachen, die Sluban teilweise sehr gut hinbekommt. Und so sehr ich das Modell auch im letzten Bauschritt gelobt habe für die Teilequalität, so muss ich sagen, hat das leider sehr stark nachgelassen. Aber anstatt darüber zu reden, zeige ich euch das natürlich. Auf jeden Fall muss ich sagen, haben wir teilequalitätsmäßig noch einige Ausrutscher gehabt. Wie hier hinten zum Beispiel. Da sehen wir halt sehr viele Kratzer drauf. Seht ihr das? Das ist alles total verkratzt und das darf natürlich teilequalitätsmäßig nicht sein. Und da waren die Teile, die ich davor gebaut habe, halt einfach nicht so. Dann haben wir auch ein paar Probleme von der Klemmkraft her, aber nicht, weil sie zu schwach ist, wie man das manchmal gewöhnt ist von Sluban, sondern weil die Teile an manchen Stellen einfach gar nicht passen. Das ist wie bei dem U-Boot, da gab es ja auch so eine Stelle und das gab es auch hier. Und zwar hier vorne die Spitze von dem Flugzeug passt einfach gar nicht so wirklich drauf. Und ich habe schon mit aller Gewalt versucht, das Ding drauf zu machen und das ist das Beste, was geht. Und eigentlich sollte das bündig abschließen und das ist sehr schade, weil dadurch sieht das Flugzeug am Ende nicht so schön aus, wie es sein könnte, obwohl es da auch noch genug Schwachstellen hätte. Dann haben wir hier vorne den Propeller.
Der dreht sich relativ freigängig. Das ist eines der guten Sachen, die es mit an dem Flugzeug gibt. Und wir haben hier hinten wie so eine Kanone angedeutet. Ja, die hält. Damit kann man auch ein bisschen spielen. Ich meine, die ist ganz einfach gebaut. Aber sie wird ein bisschen bespielen schon standhalten. Dann haben wir hier vorne die Kanonen angedeutet. Die finde ich relativ schön gebaut. Mit den Pins dort und mit den Stangen. Finde ich sehr hübsch gebaut. Macht was her. Finde ich passt sehr gut dazu. Wenn wir aber jetzt das Flugzeug von unten ansehen, kommt das, was es grässlich macht an einigen Stellen. Schaut euch alleine mal diese Reifen an. Die sind zwar gummiert, aber die kannst du auf dem Quad machen, aber nicht auf dem Flugzeug. Was, also, was stellt das da? Und dann schaut euch mal, wie das steht vom Winkel her. Das steht fast gerade. Ein Flugzeug sollte so stehen, damit es nach was aussieht. Aber das tut's halt nicht. Und das, obwohl wir hier hinten schon diesen Witz an Reifen haben, was nicht mal Reifen sind, das ist einfach nur hier so ein Teil, was eben in beide Richtungen geht und darauf runde Teile gesteckt. Das sind nicht mal Reifen, das ist einfach Plastik, das kann sich nicht mal drehen. Und obwohl hier hinten so ein Witz verbaut ist, reicht hier die Höhe von dem Flugzeug nicht, um vorne hochzukommen. Das sieht teilweise echt schrecklich aus. Dann haben wir ja, wie gesagt, den Stickerbogen. Ich habe die Sticker mal nicht drauf gemacht. Ich bin auch der Meinung, die Sticker würden es aussehensmäßig nicht mehr retten, weil die Probleme mit dem Aussehen an anderen Stellen haken als an den Stickern oder ob da Drucke drauf wären. Dann haben wir hier die Figur. Die Figur ist Sluban-typisch. Sie ist in Ordnung, ist nur auf der Brust bedruckt, haben keine Arm-, Bein- oder Rückenbedruckung. Ich finde den Helm mit der Fliegerbrille ganz cool gemacht und das ist ein Pluspunkt für das Modell. Und dann kommen wir halt zu dem Problem, was das Modell an und für sich hat. Es weiß nicht so richtig, was es ist. Soll es ein Vitrinenmodell sein oder soll es bespielt werden? Um bespielt zu werden, sind zu wenig Funktionen dran. Dafür ist es an manchen Stellen doch noch ein bisschen sehr locker gebaut. Man kann hier zum Beispiel die Flügel noch runterklappen oder hochklappen. Das ist eine Funktion, aber die benutzt man ja im Normalfall nicht im Spiel, weil ich glaube nicht, dass jemand so fliegt, obwohl vielleicht will ja jemand mal Slave One spielen, ein bisschen Star Wars. Ich glaube eher nicht, wenn man das Modell kauft. Auf jeden Fall, das ist halt eine Funktion, die aber irgendwie kein Mensch gebraucht hätte, wenn ihr mich fragt, und die das nicht besser macht. Und die einzige wirklich gut funktionierende Funktion an dem Flugzeug ist, dass sich der Propeller dreht. Und das ist zu wenig. Das ist im Endeffekt zu wenig für ein Spielset. Gucken wir uns das Flugzeug auch mal so an. Ganz ehrlich, dann ist es auch zu wenig, um es sich ins Regal zu stellen. Dafür ist es einfach nicht schön genug und dafür ist es nicht ausgearbeitet genug. Und gerade solche Sachen wie diese Reifenattrappen und das hier versauen einem das, um das zu sagen, okay, das ist halt ein Set fürs Regal. Nein, dafür taugt es nicht. Und dann sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, warum brauche ich es dann? Wenn es zum Spielen nicht stabil genug ist. Und nicht schön genug fürs Regal ist, selbst mit Sticker nicht, da braucht ihr auch gar nichts erzählen, auch mit Sticker wäre es nicht schön genug fürs Regal. Wofür brauche ich dann dieses Set? Daran, das ist das Problem. Und da rechtfertigt nicht nur der Preis alles, dass man sagt, alles klar, das Set kostet nur 6 Euro. Da kann man solche Fehler verzeihen, ja, natürlich, kann man. Aber dann lege ich ein paar Euro drauf, hol mir was Gebrauchtes von Kobi. Sagen wir mal eine Fokker zum Beispiel. Egal ob DR1, DR2, DR3. Ich meine, DR2 ist eher sammlermäßig unterwegs, deshalb wahrscheinlich eher die DR3 oder die DR1. Ich meine, da sind wir so bei 20 Euro. Bei der DR3 sind wir so bei roundabout 12, 13 Euro gebraucht. Ich glaube, da habt ihr mehr davon. Und das ist das Problem, woran das Set ein bisschen kränkt. Und dementsprechend kann ich sagen, natürlich, wenn euch das so gefällt, kauft euch gern. Bei dem Preis kann man eigentlich fast gar nicht sagen. Es gibt keine Kaufempfehlung, weil das ist völlig in Ordnung. Für den Preis ist es auch in Ordnung, aber es ist eigentlich zu wenig, meiner Meinung nach, um irgendwo entweder ins Kinderzimmer oder ins Regal zu kommen. Und dementsprechend wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Von mir gibt es so eine Mittelkaufempfehlung jetzt quasi. Ich habe ja schon ausgeführt, wann ich es euch empfehlen würde und wann nicht. Wenn ihr selber dieses Set besitzt, könnt ihr gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da lassen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag zum zweiten Mal. Haut rein, euer Krieg der Steine.